So. Moin. Dawn of Sorrow Nightmare Mod. Das letzte Mal schon erstaunlich lange her. Könnte durchaus ein Monat gewesen sein. Ich schau kurz nach, weil ich die soweit habe. Kasenacke, das andere ist. Guter Start. Mit Erinnis, das ist viel magisch. Und das ist offensiv. Also gehe ich wahrscheinlich mit dem A-Set für Erkundung. Schauen wir, was passiert. Wir haben letztes Mal auch noch Georgov und so geschafft. Der war leider auch unverändert. Ich hoffe wirklich, dass nach zwei Bossen das nicht schon war, was Custom-Bosse angeht. Es wäre sehr schade, weil einfach nur ein bisschen Gegner abändern ist halt nicht so cool, finde ich. What? Der Effekt ist ziemlich spacey. What? verwirrend sein, dies ist. Ja, okay. Ah, hey, Speicherraum, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, so also ein paar visuelle Effekte gibt es scheinbar auch. Keine Ahnung, ob da sich irgendwas wirklich befindet. Werden wir wohl rausfinden müssen. Hervorragend. Oh, die sind vergrößert. Kann das sein? Oh Gott. Okay, ich hätte wahrscheinlich einfach hier unten lang gehen können. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber egal. What? Okay. Nice. Ach, so gut, ey. Dass man die Seele so früh kriegt, ich verstehe es nicht. Moment. Wird wahrscheinlich nichts wert sein, aber egal. So, eine unfassbar gute Seele. Nicht genervt, kein gar nichts. Jetzt soll ich mich nicht noch zu schlecht anstellen, dann wird das auch klappen. Wenn ich mich jetzt nicht zu schlecht anstellen würde, dann würden wir auch in diesem Jahrhundert hier vorbeikommen. Ach, danke. Okay, es sind mehrere. Das war zu erwarten. Gut. Segel 4. Nice. Au. Oh. Okay, das ist der Screen aus dem Screenshot. Oh mein Gott. Ich frage mich, warum ich manchmal durchfalle und manchmal nicht. So, das sollte helfen. Warum? Kann ich mich da nicht draufstehen? What? Oh, ich habe keine Mana mehr. Keine Mana mehr, ich kann nicht mehr reden. Das kostet doch ein bisschen mehr. Scheinbar kann ich mich auf die nicht mehr raufstellen? Fragezeichen. Sehr seltsam. Okay. Uff. Auf jeden Fall XP. Oh Gott. Danke, Bruder. Das heißt, wie soll man das ohne machen? What the fuck? Das geht ja nicht ohne. Also wird auch mit ein paar anderen sehen, aber
Ja, keine Ahnung, wie man das sonst machen soll. Kannst du wahrscheinlich bei Jupiter Type angucken. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt durchgespielt hat oder nicht. So, Flying Armor. Also nicht. Oh, wäre ich hier auch anderweitig hingekommen? Ach, das ist schon instant offen. Oder was? Eventuell wäre ich auch anders hingekommen. Dann hätte man nicht durch die Medusa-Räume durchgemüsst. Kann sein, dass er wollte, dass man eine andere Route geht als die. Weil die Wand halt schon kaputt ist. Aber naja. Aber ich meine, Magora, gerade ganz zufällig. Nein. Na gut. Kein Flying Man for me. Gut, es wird höchstwahrscheinlich Gevatter tot sein. Ich habe keine Waffe, die meine Int verbessert, oder? Nee. Na gut. Ah nee, warte, es ist nicht totes C4. Ich denke gerade an das andere Spiel. Ich denke gerade an Dawn of Dissonance. Ah, der Steven, moin! Willkommen zurück! Als Kinyas. Ich meine, Conor, von welchem Castlevania du redest? Halt, so Castlevania 1 und 3 gehe ich auf jeden Fall mit. Probieren wir erstmal Devil gegen dich und schauen, wie das läuft. Oh, what? Okay, das ist cool. Oh. Oh boy! Aber ja, die neueren sind eigentlich einfacher. Das hier ist halt ein Hack. Oh, es gibt einen veränderten Boss. Wie geil ist das denn? Das Problem ist nur, wie mache ich ihn am besten? Ich glaube, Devil ist gar nicht so schlecht als Idee, theoretisch. Ich kann es mit Tomahawk kombinieren. Oh, ich habe nicht den Dingy, mit dem ich zwei schmeißen kann. Das ist aber scheiße. Der Teleport ist halt leider auch weg. Also weit weg. Ich will nicht nochmal den Weg laufen. Na, das wird schon. Doppel C4. Ich glaube, der ist auch dahingehend fair genug. Oh, das wird nicht damit gebufft. Oh, das ist ungünstig. Moment. Zwei AP, easy. 45 Schaden! Okay. Gut. Das ist ein wenig scheiße. Na, probieren wir das mal so. Alter! Ja, okay, wenn die beiden angedasht kommen, mache ich auch nicht viel. Ich müsste eine andere Taste dafür legen. Was habe ich hier? Das ist Select. Ich will die beiden tauschen, wenn es geht. Moment, bessere Idee. Ich kann das in-game machen. Config. Guardian. Nein. Ach ja klar, so funktioniert das ja nicht. Nein.
Okay, das ist jetzt die falsche Taste. Oh, es ist gerade alles durcheinander. Moment. Okay. Das ist Select bei mir in dem Fall. Kann ich das auf Select tun? Wahrscheinlich nicht. Schaut nicht so aus. Oh, ich hasse es, dass die Tasten einfach sich mitten im Menü umändern. Von Bestätigen zu Canceln. Moment. So. Okay. Gut, jetzt habe ich zwar also auch Select, der die ganze Zeit dann unten die Karte ändert, aber da muss ich jetzt leben. Oh, probieren wir es mal. Oh Gott! Ist doch scheiße! What?! Ja. Ja, das ist schon ein bisschen sehr scheiße. Ja. Okay. Okay, ich konnte nicht backdashen, warum auch immer. Ach so, natürlich. Nein. Oh, ich bin reingejumpt. Moment. Warum? Warum trifft mich das manchmal? Nein! Ich kann halt nicht hochjumpen! Oh. What? Warum? Ungünstig. Gott! Dieser Angriff ist so dumm! Ja, ich bin tot. Ich kann nicht schnell genug hochspringen. What? Ah, und abwehren kann ich darüber nicht, okay. Ja, tot. Hä? Warum löst das man schon? Sie hat mich nicht auf den zweiten nicht angreifen, während der andere immer. Oh Gott. Ey, wenn der zweite immer so angedasht kommt, stehst du halt da und bist du. Ich kann nicht rüberspringen! Die sind zu groß! Oh Gott. Hm? Ja, was war da jetzt die Idee? Ich warte noch drauf, dass du kommst. Alter! Okay. Warum?
unsinniger Scheiß ist das? Warum? Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Okay. Es ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Wieso aktivierst du es? Ich greife nicht dich an. Was? Ich würde mal gerne wissen, was für einer mit Zoom mich da mal trifft, wenn er den Slash gemacht hat. Was ist diese Hitbox? Ah, ja, natürlich. Ich sehe meine HP nicht mehr. Ja. Was ist die große Idee hier, Mann? Ja, ich bin tot. Ja, okay, der Boss ist dumm. Was soll ich denn machen? Wenn ich einfach random... Dieser Angriff. What? Und ich kann nicht backdashen, Junge. Und tot. Oh, 2 Schaden. Ja. Und wieder ein Hit. Ja. Guter Dive, Nord. Hier ist es nicht Dive gegen Dorn ist besser. Ich merke davon gerade nicht viel. Das ist die große Idee, Mann. Ja. Und dann, wenn ich zum Angriff gehe, jumpt er halt nach vorne und gibt mir einfach eine Milliarde Schaden. Ich konnte nicht mehr damit jumpen, warum? Ah ja. Ja, und der nächste kommt sofort angefahren. Das ist ja Boss dumm. Ja. Ah, das wird Potions kosten, aber es ist mir Wien. Was?
Wo soll ich denn dann da hin? Ich habe nicht wirklich was. Ich frage mich wirklich, was Jupiter in diesem Kampf sieht, aber er mag ja auch Mendes, von daher, wenn sollte ich da einfach nicht zu viel drauf geben. Warum löst du die Scheiße aus? Ich greife nicht an. Ja. Ja, natürlich. Oh Gott. Oh, danke. So, muss ich jetzt noch den anderen töten? Wahrscheinlich. Tatsache. Nein! What? Nein, ich wollte noch den anderen killen. Oh, ist nicht dein Ernst. Cool. Oh, es wehrt ab. Dann kann die doch abwehren. Ich dachte, das hat er gepatcht. Ja, okay, dann könnte ich wahrscheinlich mit Buer arbeiten. Wahrscheinlich. Oh, ich kann währenddessen ins Menü. Das ist natürlich praktisch. Ah, natürlich. Hey, gegen sowas machst du was genau? Ah, natürlich. Hm. Well. So albern! Ah nein, ich wollte backdashen, aber ich konnte nicht. Oh. Ich kann nicht hoch genug jumpen. Ja, der Kampf ist voll fair, man kann allem gut ausweichen. Genau, Jupiter. Deine Mom ist blau. Okay, also man muss quasi nur einen besiegen, könnte dann einfach abhauen. Okay. Das war nervig. Holy shit. Ich mag die Idee dahinter. Ich mag aber nicht die Ausführung. Oh. Weil einfach du so viele Muster haben kannst, wo du einfach dann gerippt bist. Hm. Eventuell fehlt mir einfach nur... hier hinter war der Teleport, also wäre ich auch gar nicht hingekommen. Timestop, das heißt, jetzt unter Wasser. Uah.
Oh. Aber vor allem dieser dumme Dash, der hat so eine Hitbox, ey. Ja, ohne den hätte es wahrscheinlich besser funktioniert, aber der setzt ja halt eigentlich voraus, dass du einen maximal hohen Double Jump hast. Aber ja. So. Hurra, hurra. Das heißt, auf zum Unterwassergebiet. Na, mal gucken, was er sich da für einen Schlunz überlegt hat. Ist schon ironisch, dass ich ihn für einen veränderten Boss gewünscht habe. Aber ja, wie gesagt, das ist nur der Dash-Angriff, garantiere dir. Wenn er nicht diesen dümmlichen Dash hätte, beziehungsweise wenn man die Hitbox nach oben und hinter ihn verkleinern würde, dann würde der Kampf deutlich besser funktionieren. Ich garantiere das einfach mal. Upsa. Aber das ist leider nicht der Fall. Außerdem, Wurfwaffen werden nicht durch Level geboostet. Das ist ein ziemliches Downgrade. Ich wusste nicht, ob das geht oder nicht. Alter! Die MMP, wir benutzen sie einfach. Was war hier? Ah ja, das war die Tür. Ja, ich könnte theoretisch Sequence breaken, aber wir ma versuchen das mal intendiert zu machen, ne? Ich frage mich, warum manche dieser Screen-Effekte weg sind. Oh, pff. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur vorbei. Alter. Natürlich. Okay, ich komme so nicht vorbei. Ich wünschte, ich könnte zurückspulen. Wieso verursacht das Erbring schon? Wieso verursacht seine Berührung jetzt noch mehr? Oh, warte, viel bessere Idee, ich bin doof. Moment, Moment, Moment. Mach nochmal das Spiel, mach nochmal das Spiel. Ich hab vergessen, ich habe eine Seele, die gegen so einen Scheiß hilft. Auch wenn Valkyrie einfach mal besser zu haben wäre, ich glaube, ich fahre mit dir auch einfach ganz kurz. Ich glaube, es ist die bessere Idee. Ich komme mit Drakenhalt da durch, aber ich glaube, Valkyrie wäre der bessere Ansatz. Gut, ich nicht vorher versucht habe, da durchzugehen, ey. Uff, uff. Auf zur Valkyrie. Config. Okay.
Genau dich. Dankeschön. So. Wäre noch ein Item ganz gut, der Runenring oder Trent, mit dem ich MP schneller auffüllen könnte. So. Oh, pff, ja genau. Und tschüss. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh Gott. Ja. Einfach nur für Geld, ist es denn ernst? Aber wenn du holst mir einfach. Nice. Nice. So, ist das Ding denn gut? Ups. Equip. Nein! Hat sich nicht gelohnt. Okay. Ah, jetzt ein bisschen auf MP warten, I guess. Gut. Oh mein Gott. Sicher, sicher. Okay, geht's einfach weiter. Gut. Ah, da war der eigentliche Weg, also ist unten optional. Okay. Oh, Moment, Idee. Ah gut, dass du einfach nur weiterläufst. Das ist natürlich voll fair. Oh, nur eine halbe. Ja. Na gut. Meine Frage wäre, was ist da unten? Wie soll man das ohne Rust-Zoll machen, bitte?
Ja gut, dann schauen wir mal, was dahinter ist, I guess. Ah, für den Red Scarf, den hast du aber schon, oder? Ich glaube, der war gar nicht mal so gut. Verbessert der Con und sowas. Macht meine Intelligenz aber schlechter. Und der macht halt meine Stärke schlechter. Na gut, nicht rentiert. Ich meine, der Raum ist hier im Verhältnis ganz schön nett, dass die Guillotine da alle nur hinten abhängen. Oh, ich höre einen Reiter. Nein! Na gut. Ach nee, Katoblast ist es. Der Boss. Nein. Uff. Nice. Gar nicht mal so schlechte Seele zu haben. Auch wenn es primär nur bei Abaddon wirklich Relevanz hat. Aber mit Tiefes zu sagen, kann man da bestimmt was machen. So, das heißt, ich hab dann da oben den Bosskampf oder was? Na, mal schauen, was uns hier erwartet. Wenn ich Yorick hätte, wäre das gut, dann könnte man Yorick-Strats machen. Auch wenn ich die noch nie gemacht habe. Am Bein ist jetzt C4. Kann man ja mal C4 testen, I guess. Gut, dann schauen wir mal. Usso, what? Ah, Oh, okay, man kann nicht. Deswegen Uno oder was? Ich hatte keine Ahnung. Okay, ich hab's Gefühl, Devil's Strats sind nicht so praktisch. Ja,
Was ist denn da die Idee, oh du mein? Wie genau hat man sich das vorgestellt? Schade. Mir genau das gleiche! Er hat den einen Angriff, ich weiche ihn aus, lande im Angriff des anderen. Ich habe eine bessere Idee im Moment. Oh, nice. Aha. Jetzt ist noch der andere. Komm her. Komm ran, du Pitch! Nice. Okay, das war deutlich leichter. Weil ich auch nur einen guten Spell hatte. Hätte ich Heavy Bomb auch gegen Zephyr probieren sollen. Ich frag mich echt, wie man das halt ohne entsprechende Zauber und so machen soll. Okay, hier kann einfach das Problem passieren, dass halt die ganze in der Ecke rumchillen, nichts tun. Also hier kannst du stellenweise wirklich die Phase haben, wo halt nur einer hier ist. Und das ist dann deutlich leichter, weil das relativ ungefährlich ist. Vor allem machen sie weniger Schaden mit ihren entsprechenden Angriffen. Aber gut. Einfach nur uff, sage ich dazu. Wieso? Darf ich nicht? Okay. Danke. So gut, ey. So eine Hitbox.
Hände wäre ohne gar nicht so schlecht gewesen gegen die Raps. Aber naja, ich habe Heavy Bomb. Oh nein, bloß nicht, nein, 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 nein. Okay. Aber das war schon auch eher die Idee, die ich hatte für den Rahab-Kampf, dass man das halt in so einer entsprechenden Arena macht. Das ist so ein bisschen blöd, dass es halt quasi diese Unterwassermomente hat. Also es hat man ein bisschen besser eventuell lösen können, aber es ist halt auch schwer. Ich verstehe das halt schon. Nice. Okay. Nice. So gut. Ich habe wahrscheinlich Flame Tools, so dass wenn ich keine HP brauche, ich meine HP schneller auffüllen kann. Und der Runenring, ich weiß nicht, wo der sich befindet. Das soll ich vermutlich nachschauen. Einfach nichts an Schaden. Chainmail. Verteidigung. Ja, wahrscheinlich besser. Ach, da ist besser. Schade. Killerfisch, so der einzige Ort, wo man es gut benutzen kann, ist unter Wasser. Uff. Aha, Geld. Praktisch. Also aufpassen, die sind nicht wie die Skelettkörper, sondern die machen bei Berührung Schaden. Ich glaube, das ist das einzige Monster, was er sehr früh halt nach vorne gepackt hat, nämlich Erinnis. Muss ja wohl sein, damit man mit der Seele arbeiten kann, anders würde ich das gar nicht nachvollziehen. In der Farm ist es allemal wert. Ich mache nicht viel Schaden mit meinen Waffen. Ich kann wahrscheinlich meine Axt schon upgraden.
Wenn ich aber mal wieder einen Teleporter finde, dann müsste er gleich in der Nähe sein. Heilung nehmen wir doch gern. Ah. Ich habe aber den Mace verkauft, ne? Wow, wow. Na gut, es sind halt nur ein paar Tränke. Whatever. Sonst ist hier auch nichts. Ja, genau. Du mich auch. Nein. Ah. Hervorragend. Nice. Okay, für nichts. Well. What? Ja, genau. Mhm. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Moment. Okay. Ich sehe die neue Variante der Medusenköppe. Okay. Aber ich habe immer einen Dragner, das heißt, ich kann mir das jetzt hier auch leichter machen. Weil ich einen Speicherpunkt habe, kann ich auch ganz gut damit scouten. Hey, bisschen sehr spät. Wie wir gelernt haben, sind die auch gar nicht mal so gut wie anfangs erhofft. Oh, deine Seele will ich haben. Deine Seele will ich haben. Nice. Fehlt nur noch der Runenring. Ah, was ist das? Da wird nur ein Lucky Shirt drin sein. Da habe ich kein Interesse dran. Ich glaube, der Runenring ist unten im Wasserwerk. Das heißt, da könnte ich theoretisch jetzt hin. Was auf jeden Fall eine Idee wäre.
So. Jetzt einfach ganz schnell durchlaufen. Knapp gelandet. Oh Gott. Ah, das müsste der Teleporter sein. Den will ich auf jeden Fall gerne nutzen. Oh, nice. So, auf zu Yoko-Domine. Und gucken, ob ich meine Great Axe aufbessern kann. Battle Axe. Das wäre nämlich voll gut. Oh, danke. So. Lanze. Manticore ist das. Mini Devil Trident. Okay. Oh. Schade. Weil ich mir das recht einfach holen kann. Moment. Versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Nice. Gut. Wir sagen, holen wir uns noch. Holen wir uns noch die Manticore-Seele, damit ich mir Bougie machen kann. Weiß nicht, ob ich mir Mini-Devil holen will. Muss ich mal schauen. Die Lanze benutze ich ja nicht mehr wirklich. Von daher. Hey, nice. So. Und dann mal schauen. Ich meine, theoretisch hätte man sich auch die Axt viel früher holen können. Ich denke nur nicht, dass es wirklich bei so viel geholfen hätte. Aha. Wir fahren jetzt erst die Flügel auf. Okay. Nice. Gut, kann ich mir jetzt noch kurz Mini-Devil holen. Wieso nicht? Kann ich kurz hier gehen und nebenher speichern? Thank you.
Ich habe auch dezent Geld, also kann ich auch ruhig Items benutzen. Von daher. Das wäre die Red Scarf auch nicht so schlecht gewesen. Naja. Meinen Schaden brauche ich ja jetzt nicht. Ich will ja nur mir fix die Seelen holen. Ach, Dragnas. Ich weiß nicht, wie der Drache genau ist, aber irgendwas mit Drago. So eine gute Seele. Die gute Seele. Gut, das heißt beim nächsten Mal, ich meine, Subterrain gibt es nicht mehr so viel zu erkunden. Wir haben noch einen optionalen Weg. Ich werde nochmal gucken, was da ist. Wenn er der Runenring war, dann werde ich mir ihn höchstvermutlich holen. Und wenn nicht, dann ist das egal. Dann geht's halt weiter in die alte Mansion. Bin ja gespannt. Ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt von dem Hack denken soll. Also irgendwie schade, dass er ein paar der Bosse, die waren halt wieder halt gar nicht verändert. Das war schon ein bisschen ernüchternd. Ernüchternd. Und jetzt kriegen wir neue Bosse, beziehungsweise sind einfach nur Doppelkämpfe. Und die Frage ist, wie ist da die Balance? Wenn es einen konstanten Double Trouble gibt, dann wäre es eigentlich auch ganz cool, würde ich sagen. Aber naja. Das ist nur die Lanze. Die Karabiner. Okay. Great Axe Armor ist das für die Great Axe. Na gut, das mache ich dann offscreen. Gut, dann sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal. In der Subterra Hölle wieder. In dem Eisgebiet. Mal gucken, ob ich jetzt noch was streame. Eventuell auch nicht. Ist ja schon 20 Uhr. Mal schauen. Danke fürs Lurken. Danke fürs Glupsen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.